Das Mate 8 ist ein neues Phablet von Huawei, hat ein 6 Zoll Display, löst in Full HD auf. Für Full HD schaut es wirklich sehr scharf aus, Farbdarstellung passt auch. Und was noch passt, ist die Verarbeitung. Da hat Huawei in den letzten Jahren wirklich deutlich dazugelernt, hat man auch schon beim Nexus 6P gesehen. Auch das Mate 8 ist wirklich sehr sauber verarbeitet, schön runde Kanten, wirkt nicht billig, gleichzeitig aber auch nicht zu schwer und liegt für die 6 Zoll Display-Diagonale ziemlich gut in der Hand. Eine Besonderheit vom Handy soll die lange Akkulaufzeit sein. Der 4000 mAh Akku soll genug Strom liefern, um das Handy bis zu 2 Tage durchgehend zu bedienen. Das ist mehr als derzeit bei vergleichbaren Modellen am Markt. Besonders soll auch die Kamera sein, 16 Megapixel, besonders schneller Autofokus. Macht jetzt im ersten Moment auch einen ganz flotten Eindruck, aber das ist natürlich nur eine ganz kurze Momentaufnahme. Frontkamera fotografiert mit 8 Megapixel. Das Gerät soll ab Mitte Februar auch in Österreich auf den Markt kommen. Ein anderes nennenswertes Feature vom Mate 8 ist die Knock-Funktion, mit der man einfach per Anklopfen einen Screenshot machen kann.